Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf und den Volksentscheid Fahrrad vorstellen darf. Mein Name ist Dennis Petri, ich bin ehrenamtlicher Referent bei Changing Cities, dem Trägerverein des Volksentscheids Fahrrad. Ich bitte die kleine Umbaupause zu entschuldigen, weil ich hier etwas weiterklicken muss mit meinen Folien. Von der Graswurzelbewegung, bin ich laut genug? Von der Graswurzelbewegung zum ersten Mobilitätsgesetz der Bundesrepublik, der Volksentscheid Fahrrad in Berlin. Wir haben in Berlin ja tatsächlich es geschafft, eine Gesetzgebung, eine Verkehrswende-Gesetzgebung herauszuarbeiten, zu bewirken mit dem Volksentscheid Fahrrad. Und wie es dazu kam, werde ich jetzt versuchen, in den nächsten Minuten mal kurz zu skizzieren. Erste Frage, warum brauchen wir die Verkehrswende? Ich glaube, hier muss ich nicht viel dazu erzählen. Wir produzieren einfach zu viel CO2. Wahrscheinlich ist den meisten von Ihnen, von euch, diese Grafik bekannt. Wenn wir sozusagen beim 1,5 oder 2 Grad Ziel bleiben wollen, dann verbleiben uns immer weniger Jahre. Wir befinden uns jetzt zwischen 2016 und 2020 und unser CO2-Ausstoß steigt weltweit immer noch an. Ja? Und wenn man sich die Thesen, und die sind ja auch gut begründet, von Herrn Schellenhuber zum Beispiel mal zu Gemüte führt mit den Kipppunkten, dann wird es Punkte geben, an denen sich sozusagen der Klimawandel selbst beschleunigt. Ja? Zum Beispiel Auftauen der Methan in den Weltmeeren, wo Methan dann als viel stärkeres Klimagas in großen Massen in die Atmosphäre gelangt und wir sozusagen zu einer Beschleunigung kommen werden. Und wir nähern uns diesen Kipppunkten eben an. Das heißt, wir müssen eigentlich unseren CO2-Ausstoß grob in den nächsten 15 Jahren auf null reduzieren weltweit, wenn wir das in irgendeiner Form halten wollen. Für manche Weltregionen, das ist schon zu spät, das ist Kiribati, auch bekannt als die Weihnachtsinsel. Kiribati liegt im Schnitt 2 Meter über dem Meerespegel. Kiribati wird untergehen, 100.000 Menschen wohnen da, die suchen jetzt schon ein neues Zuhause. Die haben einen Antrag auf politisches Asyl in Neuseeland gestellt, könnten es aber auch in jedem anderen Industriestaat tun, zum Beispiel auch in der Bundesrepublik Deutschland, denn wir sind immer noch für 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, obwohl wir nur 1% der Weltbevölkerung stellen. Also wir sind da eigentlich doppelt so, wir stoßen doppelt so viel aus, wie uns überhaupt Zustände eigentlich. Könnte natürlich sagen, können die anderen natürlich ihren Ausstoß erhöhen, ja, da kommen wir dann auch auf 1%, aber das ist hier offensichtlich keine Option. Viel näher als der Untergang von Kiribati ist uns der Krieg in Syrien. Das ist tatsächlich überzeugend argumentiert einer der ersten großen Klimakriege. Im Jemen setzt sich die Tragödie gerade fort. Wird auf der arabischen Halbinsel vermutlich nicht viel nützen, weil auch dort werden wir in Zukunft Temperaturen haben, die menschliches Leben dort eigentlich dauerhaft nicht möglich machen. Es sei denn, alles wird mit Klimaanlagen ausgestattet und der CO2-Ausstoß steigt weiter an. Also das ist sozusagen die weltpolitische Gemengelage, in der wir uns befinden. Können aber auch in die Bundesrepublik runtergehen. Die deutsche Umwelthilfe verklagt massenhaft Städte. Die Urteile werden teilweise, wie zum Beispiel jetzt in Bayern, von den entsprechenden Regierungspräsidien nicht umgesetzt. Das heißt also, wir kommen an eine Situation, ja, wo der Autoverkehr, Frau Zocholt hat das gerade schon erwähnt, wo der Autoverkehr so stark protegiert wird, ja, dass die Politik letzten Endes die Grenzen des Rechtsstaates sprengt. Das tut sie im Moment auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Wir sind uns da sozusagen auch demokratietheoretisch auf einem sehr gefährlichen Weg. Aber Fahrverbote werden wahrscheinlich kommen müssen. Einfach weil die Gesundheit des Menschen da inzwischen höher bewertet wird als das Grundrecht auf Autofahren. Und letzte Folie zur Einführung. Das ist ein Bild aus Berlin, das Sie da oben links sehen. Das ist die alltägliche Situation. Wir haben ein Platzproblem. Die Zahlen, die unten stehen, das sind die volkswirtschaftlichen Kosten der Staus. Im Ruhrgebiet haben wir 1,5 Milliarden Euro. Im Kölner Raum 1 Milliarde Euro, in Berlin 4,5 Milliarden Euro, allein die volkswirtschaftlichen Kosten des Staus. 2016 in den Top 25 Regionen in der Bundesrepublik ungefähr 17 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Kosten. In Berlin steht man im Schnitt 40 Stunden im Stau. Man wird diesen Stau, das zeigt diese INRIX-Untersuchung jedes Jahr aufs Neue, auch nicht auflösen können, indem man mehr Straßen baut. Bestes Beispiel Los Angeles. Ja. In Los Angeles denkt man immer, eine Spur müssen wir noch bauen auf den Freeway und dann haben wir unsere Stauprobleme gelöst. Pustekuchen, 121 Stunden steht man in Los Angeles im Durchschnitt im Stau.
Also mehr Straßen, wissen wir wahrscheinlich auch hier alle, induzieren oder Verkehrsinfrastruktur induziert den Verkehr, der darauf läuft, selbst. Und das ist sozusagen die Idee, die hinter dem Volksentscheid Fahrrad auch stand. Wir haben dieses Platzproblem, wir haben eine schlechte Radinfrastruktur in Berlin, wir haben trotzdem ja, einen relativ hohen Radverkehrsanteil tatsächlich in Berlin schon in den vergangenen Jahren gehabt. Aber das Ziel war, oder das Ziel des Volksentscheids Fahrrad ist auch immer noch, eine Flächenumverteilung hinzubekommen in der Stadt, dass wir dass alle sicher und entspannt Fahrrad fahren können. Und mit allem meine ich nicht ich, der ich meinen Alltag mit dem Fahrrad zurücklege, der aufs Fahrrad angewiesen ist, sondern all diejenigen, die im Moment noch nicht fahren. Also die These, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist, wir machen gute Radinfrastruktur und induzieren damit Radverkehr. Also wir machen sozusagen wir verschieben den Modal Split, indem wir ein gutes Angebot bereitstellen. Das kostet aber so ein bisschen Kraft, weil wir müssen natürlich dem Kraftverkehr, insbesondere dem Ruhekraftverkehr, Flächen wegnehmen. Aber das ist nochmal sozusagen das zentrale Argument hier. Einfach nur sicher und entspannt Radfahren, und zwar für alle, hat auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir uns so ein bisschen die Kopenhagener zum Vorbild genommen haben. Dort werden alle 2 Jahre Erhebungen durchgeführt, 62% Radverkehrsanteil in der Innenstadt. Die Kopenhagenerinnen und Kopenhagener werden gefragt, warum sie mit dem Fahrrad fahren, und die Top-Antworten: schnell, einfach, billig, und dann irgendwann weiter unten kommt dann erst Klima und Gesundheit. Also niemand, außer vielleicht Leute in unserem Metier, steigt aus Klimagründen aufs Fahrrad um, sondern nur dann, wenn es schneller, einfacher und billiger ist. Und da bieten Städte natürlich die hervorragenden Voraussetzungen. Städtische Distanzen sind optimale Fahrraddistanzen. Wir haben auch in Berlin, ein Großteil der Wege bewegt sich im Bereich zwischen 5 und 7 Kilometern. Ja, also wir sind sozusagen in einer optimalen Fahrraddistanz dabei. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für Leute in meinem Alter, sondern es gilt für alle Altersstufen von 4 bis 114, habe ich mal reingeschrieben. Wer mit 116 noch Fahrrad fahren kann und will, soll das auch tun. Wer mit 3 schon Fahrrad fahren will und kann, soll das auch tun. Aber damit 3-, 4- und 5-Jährige mit dem Fahrrad fahren, brauchen wir eine Infrastruktur, die sicher ist für die Kinder und die sich auch sicher anfühlt. Ja. Wir haben ja häufig in den letzten Jahren die Debatte gehabt, insbesondere im deutschsprachigen Raum, um den sogenannten Radschutzstreifen. Ja, gerade wird in Berlin wieder eine Schutzstreifen, aber Fahrradweichen gebaut, wo wir sozusagen rechtsabbiegender Autoverkehr, geradeaus fahrenden Fahrradverkehr kreuzt. Ja. Niemand würde dort sein 5-jähriges Kind oder sein 8-jähriges Kind mit dem Fahrrad fahren lassen. Ja. Zwischen 2 Lastwagen eingeklemmt. Ja. Das ist sozusagen etwas, was Eltern nicht machen. Aber wenn wir sozusagen zu einer Verkehrswende kommen wollen, dann müssen wir im Prinzip bei den Jüngsten anfangen, müssen da Gewohnheiten schaffen. Ja, wer jetzt sozusagen Fahrradfahren lernt als Kind, wer es dann als älteres Kind und Jugendlicher tut, ja, wird auch später eher dazu neigen, es zu tun. Ja, damit kriegen wir übrigens auch so dieses Rücksichtslosigkeitsproblem, das wir im Verkehr haben, glaube ich, auch auf lange Sicht ein bisschen besser im Griff, als wenn wir nur Aufklärungskampagnen machen, weil wir sozusagen Perspektivwechsel, Gefühl für Situationen und so weiter antrainieren. Also das ist sozusagen die langfristige Wirkung, die wir darin sehen. Gut, wie wollten wir das erreichen? Wir haben angefangen im Sommer oder im Herbst oder im Sommer 2015 gab es in Berlin verschiedene Gruppierungen, die sich gebildet haben. Es gab das Netzwerk Fahrradfreundschaft Neukölln als erste verbandsunabhängige Initiative, die sich mit Fahrradinfrastruktur in Neukölln beschäftigt hat. Es gab verschiedene Workshops, die von Stipendiatinnen der Böll-Stiftung seinerzeit veranstaltet wurden. Es gab aus der Initiative Clevere Städte mit Heinrich Rösenreuther jemand, der die Idee des Volksentscheides ins Spiel gebracht hat. Und es gab eine Gruppe in Berlin, die nennt sich Fahrradbande, deren Idee ist sozusagen, dass man gemeinsam mit dem Fahrrad, also wie so ein Fahrradbus, ne? Also man fährt quasi eine bestimmte Strecke gemeinsam und Leute können dazusteigen, ja, damit sie sich, falls sie sich alleine unsicher fühlen, da in der Gruppe quasi wohler fühlen. Und die hat sozusagen aufgerufen zu Vernetzungstreffen der Berliner Fahrradinitiative. Und da kamen dann alle zusammen. Der Heinrich hat da seine Idee vom Volksentscheid vorgestellt und zu einer Klausurtagung aufgerufen, wo alle Beteiligten mit 5 Zielen, die sie für den Radverkehr haben wollten, hinkommen sollten. Und aus diesen 5 Zielen von den jeweils 30 Leuten, also jeweils 5 Zielen von 30 Leuten, wurden dann
10 Ziele rausdestilliert. Wichtig ist, dass man 10 oder dass man eine überschaubare Anzahl an verständlichen Zielen hat. Und die gliedern sich im Wesentlichen in 3 oder 4 Bereiche. Wir haben einerseits Infrastruktur, das heißt sichere Nebenstraßen, Fahrradstraßen, entsprechend ausreichend breite Radwege an allen Hauptverkehrsstraßen, Radschnellwege und eine Radschnellwege, grüne Wellen und eine Mängelbeseitigung, schnelle Mängelbeseitigung. Dann haben wir das Thema Fahrradparken, weil Fahrradparken, man vergisst es, allzu leicht. Ja. Wir reden immer darüber, dass wir die Fahrräder in den Zügen mehr mitnehmen müssen. Ich persönlich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil die bewegte Fläche eines Zuges ist eigentlich sehr teuer. Und wenn man sich die Niederlande anschaut, ja, da haben die Leute im Zweifelsfall 2 Fahrräder. Mit einem fahren sie zum Bahnhof, dann steigen sie in den Zug. Und dort, wo sie aussteigen, haben sie ja noch eins am Bahnhof stehen, weil sie es dort sicher absteigen können. Das ist sozusagen so ein Gedanke, den wir damit nochmal stärker reinbringen wollen. Dann haben wir das Thema Verkehrssicherheit, also gefährliche Kreuzungen umbauen. Und dann hatten wir noch das Thema Organisation. Also wir brauchen, um all das auf die Straße zu bringen, brauchen wir natürlich Planerinnen und Planer, die das Ganze machen, weil das, was wir da hatten, oder ein Teil dieser Dinge, die wir da hatten, standen auch schon in der Radverkehrsstrategie des Landes Berlin 2013 verabschiedet vom Senat. Da stehen tatsächlich gute Sachen drin, kann man sich mal durchlesen. Diese Radverkehrsstrategie war dann mit einer Personalstelle in der Hauptverwaltung unterfüttert und 4,5 Millionen Euro für neue Radwege, 4,5 Millionen Euro. Das ist ungefähr etwas mehr als 1 Euro pro Kopf in Berlin. Wenn man noch so ein paar andere Aspekte mit dazu nimmt, kommt man auf 12 bis 13 Millionen Euro, die Berlin im Etat hatte für den Radverkehr vorher, aber eben gar nicht das Personal, um überhaupt alles auszugeben. Ja, also die Gelder sind nicht abgerufen worden und diese Person war da tatsächlich auch, muss ja überlegen, in der großen Verwaltung braucht man auch entsprechendes organisatorisches Gewicht, um irgendwas bewegen zu können. Auch das kann eine einzelne Person, die irgendwo Radwege plant, eigentlich nicht leisten, tatsächlich. Also das war nochmal ein wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen Geld und wir brauchen Planer. Unsere Rechnung war damals, wir wollen in ganz Berlin 20% Radverkehrsanteil haben, innerhalb des S-Bahn-Rings 30% Radverkehrsanteil und die Kosten, die wir dafür ausgerechnet haben, beschränken sich auf ungefähr 19 Euro pro Kopf. Und ja, das wäre dann gewesen ungefähr eine Verfünffachung dessen, was wir vorher hatten in Berlin. Und wir hatten überlegt, dass wir das gerne in 8 Jahren umgesetzt haben wollen. Wenn man in Berlin einen, ja, also ungefähr der Preis, der A100, die gerade gebaut wird. 3 Kilometer Autobahn werden da gebaut, um Kostenpunkt ungefähr 400 Millionen Euro. 3 Kilometer Autobahn, teilweise oberirdisch, ja, baut man heute nicht mehr innerstädtische Autobahn. Also es ist absurd, es ist wirklich absurd. Aber wenn ich mich jetzt aufrege, dann kommen wir nicht mehr weiter. wenn man in Berlin einen Volksentscheid machen will, also die Idee war tatsächlich, das als Volksentscheid auch durchzuführen, ja, weil die Erkenntnis war, wir haben diese Radverkehrsstrategie des Senates, ja, und da stehen die wichtigen Sachen drin, aber der Senat oder die Politik bringt alleine nicht die Kraft auf, diesen Konflikt, in diesen Konflikt zu gehen, ja, in diesen Flächenumverteilungskonflikt, der damit einhergeht, ja, bringt alleine nicht den Mut auf, das tatsächlich anzugehen. Also war unsere Überlegung, wir machen einen Volksentscheid und wir schreiben das der Politik dann einfach per Gesetz vor. Ja. All dieses, was wir da drin haben, sind angemessene Maßnahmen. Wir haben dann tatsächlich angefangen, ein Gesetz zu schreiben. Damals hieß es noch Berg. Das Foto ist von dem ersten Workshop, den wir da gemacht haben, ein Hackathon im Januar 2016, wo wir uns einfach zu 30 Leuten oder 35 Leute eingesetzt haben und überlegt haben, wie übersetzen wir diese Ziele in Paragraphen. Wir hatten auch ein paar Juristinnen dabei. Die haben uns am Ende gesagt, wir haben ungefähr 3% fertig. Das Foto zeigt sozusagen den Strahl, wo wir uns aufstellen sollten, wie fertig wir das sahen. Ganz links, das sind die Juristinnen, ganz rechts, das sind die Optimistischen, ich stand ungefähr in der Mitte. Es hat dann sozusagen von Mitte Januar auch noch bis Mitte April gedauert, bis wir dann das Gesetz tatsächlich fertig hatten. Also die 3% waren auf jeden Fall näher an der realistischen Kante als die 90%, die wir da hatten. Also das Konzept Gesetz war sowas, wenn man kommunale Bürgerentscheide macht, dann muss man da anders vorgehen, muss man zum Beispiel Stadtsatzungen ändern und so weiter. Da reden wir nachher im Workshop nochmal
drüber. Was dieses Gesetz im Endeffekt bewirkt hätte, wäre eine Umverteilung von Verkehrsfläche. Wir haben in Berlin ungefähr 60% der Verkehrsfläche, die im Wesentlichen im Autoverkehr vorbehalten ist. Ja, 60%, die Hälfte davon für den fließenden Verkehr, die andere Hälfte für den sogenannten ruhenden Verkehr, also für Autos, die parken. Aber 23 Stunden am Tag, wissen wir alle, steht dieses Ding rum. Nur 3% waren dem Fahrradverkehr vorbehalten. Die Umverteilung hätte eine Umverteilung von 4 Prozentpunkten bedeutet. Ja, deswegen sind wir auch immer, haben wir immer argumentiert, eigentlich ist diese Umverteilung erstens marginal und zweitens angemessen, weil wir damit eigentlich dem Autoverkehr relativ wenig wegnehmen. Damals hatten wir noch so ein bisschen Angst, auch mit Parkplätzen zu argumentieren. Inzwischen würde ich fast sagen, wir waren eigentlich zu bescheiden. Wir hätten durchaus an mancher Stelle so ein bisschen offensiver vorgehen können. 10 Ziele, wir haben sozusagen, wenn man das machen will, dann muss man auch so ein bisschen gucken, dass man nicht nur irgendwie jetzt sozusagen der Fahrrad-Nerd ist, sondern ein bisschen auch herausarbeiten, was bringt das für denn andere Verkehrsarten. Das habe ich jetzt mal kurz aufgeführt, ich will jetzt nicht en Detail eingehen, aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Haken da sind, ja, dann ist tatsächlich in der Argumentation auch sehr logisch, dass wir durch eine Flächenumverteilung und vor allem durch eine Trennung auch von Verkehrsarten eigentlich auch für andere Verkehrsarten einen ganz gewaltigen Vorteil, Beschleunigungsvorteil rausholen. Es gibt inzwischen auch Studien dazu, die zum Beispiel belegen, wenn man sowohl empirische als auch berechnete, die belegen, dass wenn man Autofahrspuren wegnimmt oder schmaler macht und Drahtinfrastruktur hinbaut, separierte, dass man tatsächlich eigentlich den Autoverkehrsfluss beschleunigt. Ja? Und was man insgesamt in der Flächenumverteilung ja tut, ist ja, Leute, die zum Beispiel aus dem Bus umsteigen aufs Fahrrad oder aus der S-Bahn umsteigen aufs Fahrrad, ja, die machen sozusagen für die Mittelstrecke, machen die dann Plätze frei. Ja? Und die Leute, die mit der Langstrecke auf den ÖPNV angewiesen sind, die haben dann letzten Endes mehr Platz und eine höhere Zuverlässigkeit der Verkehrsmittel. Also man kann sozusagen aus einer moderaten Flächenumverteilung für alle Verkehrsarten tatsächlich Vorteile ziehen. Mit einem geschlossenen Netz an Fahrradinfrastruktur war sozusagen unser Gedanke, den Geschwindigkeitsvorteil noch ein bisschen auszubauen. Ich hatte geschrieben, gesagt, die meisten Wege in Berlin bewegen sich in der Größenordnung unter 7 Kilometer. Ja, wir wissen alle, im Moment im Stadtverkehr ist das Fahrrad auf 5 Kilometer ungefähr das schnellste Verkehrsmittel. Wenn wir ein durchgehendes Netz haben, wenn wir grüne Wellen haben, wenn wir Vorrangstraßen für den Radverkehr haben, ja, dann können wir diesen Geschwindigkeitsvorteil, insbesondere jetzt, wo auch elektrisch unterstützte Fahrräder immer mehr da sind, stark ausbauen. Also wir können diesen Kreuzungspunkt auf locker auf 7, 8, 9 Kilometer verschieben in einer großen Stadt wie Berlin oder auch bei kleineren Städten durch eine gute Umlandanbindung mit gut befahrbaren Radschnellwegen oder Radschnellverbindungen kann man diesen Geschwindigkeitsvorteil deutlich ausbauen. Und dann werden Menschen auch umsteigen. Ja. Die Menschen sind ja sozusagen zwar Gewohnheitstiere, ja, aber irgendwann probieren sie es vielleicht mal aus und merken, dass sie tatsächlich schneller sind. Oder wie ein Freund von mir sagt, manche Leute, die kommen abends aus dem Büro oder machen abends im Büro Feierabend, sagen, oh, ich muss jetzt noch nach Hause fahren. Ja. Und er sagt, für mich fängt der Feierabend an, wenn ich auf mein Fahrrad steige, um nach Hause zu fahren. Also man hat ja auch sozusagen, es gibt ja auch diesen Entspannungseffekt und so weiter, kennen wahrscheinlich viele von uns hier. Nochmal sozusagen nicht nur Verkehrsarten, sondern Bevölkerungsgruppen argumentativ abgedeckt. Wir haben uns da so ein paar Zielgruppen rausgesucht, wo wir nochmal unsere Argumente auch schärfen, weil Volksentscheid bedeutet, komme ich gleich nochmal zu Unterschriften sammeln, bedeutet am Ende Entscheid an der Urne. Ja, das heißt, man kann nicht nur die jetzt schon 100% Überzeugten mit denen arbeiten, sondern muss sich auch perspektivisch überlegen, wie überzeugt man neue Bevölkerungsteile. Wir haben da oben links ein Bild von eines Seniorenpaares, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber für das war zum Beispiel auch die Überlegung, dass wir häufiger Konflikte auf Gehwegen haben. Ja. Ich sehe hier, Fuß TV ist auch hier. Wir haben sozusagen da den Gehwegkonflikt an manchen Stellen. Da haben wir auch schon drüber diskutiert. Und die Idee ist tatsächlich, Radinfrastruktur so zu bauen, dass die Radfahrenden gerne und immer auf der Fahrbahn fahren oder diese Radinfrastruktur benutzen und die aus den Gehwegen quasi auch rausmachen. Also diese Trennung ist sozusagen genau das Problem. Wir haben im Moment in Berlin viele Kopfsteinpflasterstraßen, wir haben Einbahnstraßen.
Wir haben Leute, ich habe es gerade gesagt, die sozusagen viele, viele Jahre kein Fahrrad gefahren sind, sozusagen keine Perspektivwechsel irgendwie verinnerlicht haben, ja, und die fahren über die Gehwege und das ist ein Problem, das ist tatsächlich ein Problem. Ja. Ich lehne das grundlegend ab, über Gehwege zu fahren. Ja. Diesen Konflikt kann man zum Beispiel mit einer entsprechenden Infrastruktur entschärfen. Ja. Für junge Familien einfach nur sicher entspannt Radfahren, ich glaube, das habe ich schon dargestellt. Oben rechts ist eine alleinerziehende Person, eine alleinerziehende Mutter, die im Zweifelsfall wir wissen, Armutsrisiko ist bei Alleinerziehenden am höchsten, die sozusagen viel stärker auf den ÖPNV angewiesen ist. Ja. Wenn wir sozusagen dort zu Entlastung von ÖPNV und aber auch zu Trennung von ÖPNV und Radinfrastruktur kommen, ja, haben wir dort einen pünktlicheren ÖPNV. Unten links, das sind die Vorstadtfamilien. Vorstadt-Mittelstadtsfamilien, ja, die sozusagen da die Möglichkeit bekommen, ihr Mobilitätsspektrum zu erweitern. Und unten rechts eine Gastronomie. Auch das ist inzwischen relativ klar, dass Umweltverbund, gerade Fuß- und Radverkehr, im Wesentlichen zur Belebung von lokaler Ökonomie beiträgt. Ja, dass wir dort sozusagen einen stärkeren Umsatz generieren beim Einzelhandel, bei der lokalen Gastronomie. Was übrigens auch die Stadtentwicklerinnen und Stadtentwickler freuen müsste, weil man dadurch eben zu einer Belebung kommt. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben sozusagen verschiedene Spielarten, wie wir sozusagen als Organisation vorgegangen sind. Wir haben viel mit Aktionen gearbeitet hier. Eine Aktion, da hatten wir 2017 hatten wir die Aktion Radfreude gemacht. Das war letzten Endes, also sollten Menschen quasi auf Twitter oder Instagram Fotos posten mit dem Hashtag Radfreude. Und wir haben das gesammelt auf der Karte dargestellt. Das haben wir dann überreicht. Haben wir so ein bisschen so einen Yes-Man-Style gemacht vom BMVI. Das war leider ein Dobrindt-Double nur. Er selber wollte nicht rauskommen, aber war eine sehr schöne Aktion. Also mit so kleinen Aktionen kann man einerseits ein bisschen sticheln, aber auch sehr lustige Sachen machen. Andere Aktionen, die wir machen, sind nicht so schön, nicht so traurig, haben traurigere Anlässe. Wir haben in Berlin zum Beispiel eingeführt oder machen jetzt seit über 2 Jahren regelmäßig Mahnwachen bei getöteten Radfahrerinnen und Radfahrern. Inzwischen teilweise auch in Zusammenarbeit mit dem VCD und dem Fuß e.V. auch bei Fußgängerinnen und Fußgängern, um einfach dieses Thema Verkehrssicherheit oben auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist uns tatsächlich damit auch gelungen, weil das jedes Mal sozusagen etwas ist, wo wir aufzeigen, nein, es ist eben nicht alles gut, auch wenn wir eine sinkende Zahl an Toten und Schwerverletzten haben. Wir haben immer noch zu viele und diese Leute sind einfach nur Nummern in einer Statistik normalerweise. Ja, man hört dann irgendwie in Berlin am Ende des Jahres Verkehrsunfallstatistik 37 Verkehrstote. Ja, aber wer ist das sozusagen? Und mit diesen Aktionen gibt man diesen Menschen Persönlichkeit zurück. Ja, und damit wird es sozusagen auch nochmal ein politisches Thema. Was haben wir noch gemacht? Womit haben wir noch argumentiert? Daten und Bilder. Ich habe hier mal ein Zitat von Michael Colville-Anderson reingemacht. It's a data war. Wir haben zum Beispiel unten rechts zu sehen, wir haben Parkplatzzählungen vorgenommen. Ja. Wir haben eine Gruppe in Berlin, die nennt sich Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg. Die will den Tempelhofer Damm, eine große Einfallstraße, dreispurig, 2 Spuren zum Fahren, eine zum Parken, möchte da mit einer geschützten Radspur ausstatten. Ja. Und da hatte zum Beispiel der Einzelhandel große Bedenken dagegen, ja, weil wo sollen die Leute parken? Ja? Haben die mal Parkplatzzählung gemacht, 500 Meter im Umkreis dieser Straße, haben festgestellt, dass 2,5% aller Parkplätze im Umkreis von 500 Meter dieser Straße nur an der Straße sind. 500 Meter war deswegen gewählt, weil im Berliner ÖPNV-Gesetz das auch ungefähr sozusagen als die maximale Entfernung angegeben sein ist, wo man einen ÖPNV halt erreichen wollte. Also das ist sozusagen der Gedanke dahinter, dass man diese Maschen im Prinzip gleich groß macht. Außerdem haben sie das beobachtet, wer geparkt hat vor den Geschäften, das waren die Angestellten, die sind morgens gekommen, haben ihre Autos hingestellt, sind abends wieder weggefahren. Also es gab da eigentlich gar keine Parkplätze für Kundinnen und Kunden. Bei den 97,5% sind noch nicht eingerechnet übrigens die Parkhäuser, die sich dort auch befinden. Links sehen Sie
mal, damit man sich das mal vorstellen kann, das ist die Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln. Auch dort das Netzwerk Fahrradfreundliches Neukölln, ich habe es gerade schon erwähnt, kämpft für eine geschützte Radspur. Und wir haben da einfach mal eine Visualisierung gemacht, wie sowas aussehen kann. Ja? Weil wenn man sagt geschützte Radspur, dann kann sich eigentlich niemand was darunter vorstellen. Wenn man das mal so aufzeigt, dann wird den Menschen sofort klar, einerseits ist es sicher, bequem und andererseits können immer noch Autos parken. Was wir haben, ist natürlich die Reduktion auf eine Fahrspur. Ist bei der Karl-Marx-Straße in Neukölln gar nicht so schlimm, weil die zweite Fahrspur oder die rechte Fahrspur in der Regel maximal alle 70 Meter von einem zweiten Reihe Parker blockiert wird. Also die ist überhaupt gar nicht befahrbar. Insofern haben wir sozusagen da auch nochmal das Ganze vorangetragen. Bündnispolitik und Überzeugungskraft in der Bevölkerung. Wir haben mal versucht, ein relativ breites Bündnis zu schmieden in Berlin, wo wir auch die, wo auch Organisationen drin haben wollten, die jetzt nicht sozusagen im ersten Augenblick einfallen, wie der ADFC oder der VCD. Wir haben hier so zum Beispiel so eine Stadtplanervereinigung Urbanophil dabei, die Fahrradbahn Naturfreunde. Der Berliner Radsportverband, die Berliner Triathlon Union, aber zum Beispiel auch die Clubkommission, das ist die Interessenvertretung der Berliner Nachtlokale, sage ich einfach mal, die uns da unterstützt. Und wir haben sozusagen auch Öffentlichkeitsarbeit, sehr intensiv, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das ist jetzt eine Umfrage aus 2016, wo wir auch sozusagen eine große Unterstützung in der Bevölkerung generiert haben. Und zwar mit den Argumenten, auch die ich gerade schon aufgeführt habe, aber auch immer mit einer pointierten Kommunikation. Also selbst 50% aller Leute, die sich als AutofahrerInnen bezeichnen, ja, sagen, dass der Volkssicherheitsfahrrad in die richtige Richtung geht. Ja. Der ADAC hat eine Mitgliederumfrage gemacht im Herbst 2016, der bei den Berliner Mitgliedern, die haben alle gesagt, oder der Großteil hat gesagt, der Radverkehr braucht mehr Platz. Also insofern ein Nerv getroffen in der Stadt. So, erster Punkt. Also argumentativ ein bisschen abgedeckt jetzt. Machen wir mal ein bisschen schneller. Wir haben Unterschriften gesammelt, dann für unser Gesetz. In Berlin hat man ein dreistufiges Verfahren, ich komme gleich nochmal dazu. Die Unterschriftensammlung, die erste, hätten wir 6 Monate Zeit gehabt für 20.000 Unterschriften, das ist so ein Testballon. Wir haben 105.000 gesammelt innerhalb von 3,5 Wochen. Also das zeigt so ein bisschen, war sozusagen, es war ein Brodeln in der Stadt. Ja. Wir haben sozusagen das Ganze fünffach übertroffen, was eigentlich notwendig gewesen wäre an Zahl und zeitlich auch. Und das Ganze war übrigens auch im Berliner Vorwahlkampf zum Abgeordnetenhaus. Im September 2016 wurde das Abgeordnetenhaus neu gewählt und die Unterschriftensammlung war im Mai, Juni. Also wir haben sozusagen da zeitlich das ganz gut hinbekommen. Gut, damit sind wir so ein bisschen rumgegangen. Wir haben die Bergetappen, das haben wir dann gemacht, als Tour de France war, quasi im Sommer danach. Also Antrag auf Volksbegehren, 20.000 Unterschriften, 6 Monate haben wir locker genommen. Die zweite Etappe wäre dann das Volksbegehren gewesen. Da hätten wir 180.000 Unterschriften sammeln müssen in 4 Monaten. Das Volksbegehren können wir aber erst anfangen, wenn unser Gesetz auf Zulässigkeit geprüft wird. Wir haben ja bei Bürgerentscheiden oder auch bei Volksentscheiden gibt es ja bestimmte Themen, die wir nicht abdecken können. Insbesondere ist es auch das Bundesrecht, das damit berührt wurde. Und für diese Prüfung gibt es im Berliner Abstimmungsgesetz keinen Zeitrahmen, der vorgeschrieben ist. Ja. Und da hat uns natürlich die Berliner Landesregierung total ausgebremst, was das angeht. Also sie haben geprüft. Aber dadurch, dass wir im Vorwahlkampf der Abgeordnetenhauswahl unterwegs waren, haben wir natürlich den Wahlkampf mit auch beeinflusst. Es ergab sich eine Mehrheit für SPD, Linke und Grüne, die dann auch Koalitionsverhandlungen gemacht haben. Hier haben wir das war die letzte Verhandlungsrunde zum Thema Verkehr, haben wir mittags quasi die Verhandlerinnen heruntergebeten zum Kuchenessen. Die Torte hat auch einer unserer Mitstreiter gebacken, steht drauf 105.425, die Zahl der Unterschriften. Und schlussendlich haben tatsächlich die
Parteien in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass es ein Mobilitätsgesetz, nicht ein Radgesetz, wie wir es gefordert haben, ein reines Fahrradgesetz, sondern ein Mobilitätsgesetz geben soll für Berlin. Und dass das erarbeitet wird in einem Dialog mit der Zivilgesellschaft Aufgreifen der oder von Zielen des Volksentscheids. Der Ziele von Zielen, feiner Unterschied. Von Zielen des Volksentscheids. Also sind wir dann tatsächlich, ist das, nein, kann ich nicht, sind wir dann tatsächlich in Verhandlungen eingetreten mit der neuen Regierungskoalition. Da gab es noch ein bisschen Knatsch vorher, ein bisschen Trouble, aber wir waren, wie gesagt, immer bekannt dafür, dass wir gern pointiert auch die Themen angesprochen haben und auch gerne mal gepiekst haben. Aber was dann rauskam, war im Prinzip eigentlich ein vollkommen neuer Prozess. Ja, wir sitzen hier, Sie sehen hier Abgeordnete der drei Koalitionsfraktionen, Sie sehen hier Vertreterinnen und Vertreter des Berliner Senats, also der Exekutive, und Sie sehen hier Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, also von Volksentscheid Fahrrad, von ADFC und aus der Zivilgesellschaft wurden noch der BUND Berlin dazu gerufen. Wir selber hatten mit unseren Unterstützerverbänden vorher auch gesprochen, ja, und haben uns sozusagen von denen quasi ein Mandat für diese Verhandlungen geben lassen und haben die auch immer sozusagen auf dem Laufenden gehalten. In diesen Verhandlungen selber, die waren manchmal zäh, insbesondere auch was Zeitpläne angeht. Ja, das ist natürlich für uns in der Zivilgesellschaft nicht verständlich, ja, warum es denn eigentlich 3 Jahre dauern soll, bis ein Gesetz geschrieben und verabschiedet ist. Und da war es sozusagen in der Verhandlungstaktik häufig schwierig, sich dort sozusagen auf ein gemeinsames Vorgehen, was die Zeitpläne angeht, zu einigen. Wir sind dann irgendwann auch, sagen wir mal, wir waren unartig und haben sozusagen einen Zwischenentwurf veröffentlicht, weil meiner Meinung nach aus der Senatskanzlei geblockt wurde, externe Kompetenz heranzuziehen, um diesen Gesetzentwurf auch schnell zu prüfen. Ja, das wollten die alles selber machen oder haben behauptet, sie haben kein Geld oder wollen sie nicht. Ja, meiner Ansicht nach war das ein politisches Spielchen, das da gelaufen ist, um das Ganze noch ein bisschen auszubremsen. Wir haben das dann veröffentlicht mit der Bitte an die Community, quasi uns zu helfen beim Prüfen dieses Gesetzes. Das hat aus der Community jetzt nicht extrem viele Leute gemacht, aber es hat diesen Prozess tatsächlich nochmal beschleunigt. Inhaltlich haben wir sehr viele Punkte aus unserem ursprünglichen Gesetz untergebracht. An ein paar Stellen mussten wir Abstriche machen, insbesondere was die Zeitpläne angeht, insbesondere auch was die Zahl der Fahrradabstellplätze angeht. Das wollten wir uns nicht glauben, dass wir mindestens 200.000 brauchen, aber da bin ich eigentlich guter Dinge, dass der Bedarf sich in Zukunft dann auch zeigen wird. Und so Fahrradbügel sind ja im Prinzip relativ schnell mal montiert. Das Mobilitätsgesetz selber ist tatsächlich aber auch ein Verkehrswendegesetz. Soll ein Verkehrswendegesetz werden. Es gibt sozusagen, ich mache das andersrum. Erstmal hier. Nochmal ein schönes Bild von einer schönen Aktion. Es gab kurz vor der Verabschiedung, das Gesetz war dann sozusagen bei uns verhandelt, dann gab es einen breiten Öffentlichkeits- und Verbändebeteiligungsprozess, wo ungefähr 700 Hinweise nochmal dazu kamen, von der Architektenkammer über alle möglichen anderen Verbände bis hin zu Einzelpersonen, die Stellungnahmen dazu abgegeben hatten. Das Ganze wurde dann kondensiert, dann hat der Berliner Senat verabschiedet und dann ins Abgeordnetenhaus und alle reden immer vom Struck'schen Gesetz, dass ein Gesetz niemals so aus dem Parlament rauskommt. Ich weiß nicht, ob das dem Struck nicht so viele Ehre gegeben ist. Auf jeden Fall gab es kurz vor Verabschiedung nochmal, danke, gab es kurz vor Verabschiedung nochmal ein bisschen Trouble. Insbesondere einer der Koalitionspartner hatte so in einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion nochmal ganz viele Änderungsanträge mit eingebracht. Dann haben wir nochmal eine Demo gemacht, die man hier so sieht, weil das Thema quasi dann im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses, wo es eigentlich beschlossen werden sollte oder sozusagen vorab beschlossen werden sollte, nochmal vertagt wurde. Da haben wir innerhalb von 4 Stunden ungefähr 500 Leute auf die Straße bekommen. Ja, auch eines dessen, was wir sozusagen in unserer Arbeit immer versucht haben, wir sind vielleicht nicht die Stärksten und die mit den dicksten Oberarmen, aber wir sind die Schnellsten. Das heißt, wir waren immer schnell im Reagieren und schnell sozusagen am Druckpunkte setzen. Und das hat dann sozusagen auch die
Verhandlungen zwischen den Koalitionsparteien, da waren wir dann nicht mehr beteiligt, ein wenig beschleunigt und ein paar Sachen, das allermeiste kam dann auch durch. 28. Juni 2018, an meinem Geburtstag tatsächlich, Habemus Mobilitätsgesetz, es wurde tatsächlich verabschiedet. Das ist die Party, die wir danach gemacht haben. Frau Günther, die Verkehrssenatorin, war zu Gast und hat sich hat auch ein paar Worte gegeben. Der Herr, der quasi ganz rechts da steht, das ist der Mitstreiter bei uns, der sozusagen den legalen Prozess betreut hat, also sozusagen die, das Schreiben des Gesetzes koordiniert hat und die den Kontakt zur Verwaltung gehalten hat im Volksbegehrensprozess. Den hatten wir nämlich ausgesetzt nur die ganze Zeit. Ja. Und er hat da so eine Klemmmappe unter der Hand, wo dann die Vertrauenspersonen des Volksentscheids unterschrieben haben und damit diesen Prozess dann auch formal beendet haben, sozusagen mit der Verabschiedung des Mobilitätsgesetzes. Was steht da drin? Erstmal der Name, sehr eigen, ich habe ihn mir nicht ausgedacht, Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mobilitätsgewährleistung. Anyway, wir haben bislang drei Teile, ein allgemeiner Teil, übergeordnete Ziele, Verkehrssicherheit, Zuständigkeit, Verwaltungshandeln. Ich gehe da gerne nachher im Workshop auch nochmal drauf ein. Der zweite Teil ist das ÖPNV-Gesetz, der sozusagen die gesetzliche Grundlage zur Bestellung des ÖPNV in Berlin liegt. Der dritte Teil Radverkehrsgesetz, also Infrastrukturanforderungen, ähnlich wie wir sie in unserem ursprünglichen Gesetz drin hatten. Terminierung auf 2030 als finales Ausbauziel, also da haben wir quasi 4 Jahre oder 50% an Zeit draufgegeben. Transparenz, Beteiligungsverfahren, Zuständigkeiten. Was im Moment erarbeitet wird, ist ein Teil zum Fußverkehr und ein Teil zur intelligenten Mobilität. Da kann vielleicht Frau Stark gleich noch was zu sagen, was darunter zu verstehen ist. Ich habe es noch nicht verstanden, genau. Und ein Teil zum Wirtschaftsverkehr. Teil der großen Aufregung, wo wir die Demo gemacht haben, war, dass auch die SPD als Koalitionspartner auf einmal eingefallen ist, dass wir den MIV da gar nicht drin haben. Ja, das war auch lange eine Forderung des ADAC. Konnten aber kein Regelungsgehalt sagen, was eigentlich als MIV, was da extra geregelt ist. Bundesgesetzlich geregelt, StVO, Fahrzeugzulassungsverordnung und ähnliches. Aber sie wollten das irgendwie drin haben, also wurde eine Präambel gesetzt, wo tatsächlich der MIV auch genannt wird. Ja. Aber, und das ist sozusagen der Geist, den dieses Gesetz atmet, tatsächlich auch in vielen Paragraphen kann man das rauslesen, ja, Vorrang des Umweltverbundes, also sichert den Vorrang des Umweltverbundes. Ja. Das ist sozusagen die klare Marschrichtung hinter diesem Gesetz. Unterwegs, bin gleich fertig, unterwegs haben wir noch bisschen Selbstlob, den Deutschen Fahrradpreis gewonnen dieses Jahr in der Kategorie Kommunikation. Kategorie Politik gibt es nicht. Wir haben Verkehrspolitik gemacht, sind aber für unsere Kommunikation belohnt worden. Und inzwischen gibt es eine ganze Reihe Nachahmer in anderen Städten. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich heute hier bin. Und da würde ich gerne im Workshop noch mit Interessierten drüber sprechen. Da sind nicht alle drauf. Wir haben in vielen Städten inzwischen kommunale Ratentscheide, die angestoßen wurden in unterschiedlichen Stadien des Fortschritts. In Nordrhein-Westfalen versucht gerade ein Bündnis, eine Volksinitiative auf Landesebene in der Hinsicht zu starten. Die laufen auch schon relativ erfolgreich. Also wer von Ihnen Verwandte und Bekannte in Nordrhein-Westfalen hat, sagen Sie denen, die sollen bitte da hingehen und beim Unterschriften sammeln helfen und vor allem selber unterschreiben. So, unser Motto war immer, ja, wir wussten am Anfang nicht, dass es unmöglich ist, die Verkehrspolitik einer Metropole über einen Graswurzelprozess zu beeinflussen, ja, hatte uns niemand gesagt, deswegen haben wir es einfach versucht. Wir sind immer nach dem Motto vorgegangen, wer etwas erreichen will, sucht Wege und wer etwas verhindern will, findet Gründe. Ja. Das heißt, wir waren immer Wegesucher und wir haben es tatsächlich geschafft, uns bislang gegen viele Gründefinder durchzusetzen. Das war's von mir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.